Nein, ich bin nicht Hand of Blood auf Wish bestellt! Oh, hallo Freunde! Ja, seit dem letzten Mal ist einiges passiert. Fortschritt habe ich aber nicht wirklich gemacht. Ja, ich bin immer noch auf dieser einsamen Insel. Ich werde immer noch von Krabben gejagt und sterbe immer noch gegen das Wildschwein da hinten. Und da vorne ist auch schon die andere Krabbe. Wir versuchen dem Ganzen heute ein wenig aus dem Weg zu gehen und einfach ein bisschen unser Überleben anzutreiben. Das letzte Mal war sehr erfolgreich. Nein, die Krabbe! Attacke! Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir mussten so ein Wasserding bauen. Wo ist es denn? Aha, hier. Hier war irgendwo ein Waterstill. Dazu brauche ich wieder so eine Coconut. So ein Ding und Steine. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das Ganze einfach mal so zu erreichen. Das geht ja schon gut los! Aha! Nein. Nein. Warum? Warum kommst du mir hinterher? Ich habe dir nichts getan. Noch habe ich dein Kind angegriffen. Alter, hier ist ein Baby. Ich hab die Mutter getötet. So! Ich habe das jetzt mal ein bisschen übersprungen. Wir haben jetzt zumindest das Waterstill-Ding. So. So, ich würde mal sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir diese Viecher von dieser Insel wegkriegen und sie gegebenenfalls umbringen. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin mit so einem Speer. Hier ist so ein Crude Speer. Dazu brauchen wir nur einen Stock, glaube ich. Und schon habe ich eine Waffe. Wir versuchen jetzt, diese Viecher von dieser Insel zu töten. Denn die haben mir... Doesn't look good. F*** dich! Okay. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir speichern erstmal eine Runde. Wir gehen jetzt auf die Jagd und töten erstmal alle Viecher auf dieser Insel. Guck mal, die wissen noch überhaupt nicht, was auf sie zukommt, die beiden. Die werden so aufs Maul kriegen. Wir holen uns jetzt erstmal das Fleisch von den Krabben. Das hauen wir uns richtig in die Rüstung. Und wenn wir das gemacht haben, dann töten wir die ganzen Viecher auf dieser Insel. Jetzt hauen wir uns erstmal was in die Rüstung. Nein! So, ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger. Ganz viel. Boah, guck mal bitte. Diese ganzen Pickel, ey. Holy shit. Ist das eklig. So. Gute Nacht! Das war ein Albtraum. Oh, komm mal her hier. Oh, schönes Filet. Jetzt brate ich mir noch mal kurz Fleisch. Okay, nachdem ich das gegessen habe, gehe ich direkt hin und versuche das Vieh umzubringen mit meinem Speer. Aber so, Level Up Cooking. Easy! Stirb! So, haben wir die scheiß Krabbe erledigt. Ich habe einfach gerade keinen Bock mehr auf diese Insel. Und ich glaube, diese Insel da drüben sieht auch ganz schön interessant aus. Ich schwimme da jetzt einfach hin. Ich bin ein einsamer Mann auf einer einsamen Insel. Ich sterbe alle 2 Sekunden gegen Krabben oder Wildschweine. Deshalb schwimme ich jetzt weg, damit ich eine Pflanze finde, um meine Vergiftung zu stoppen. Keine Pflanze. Ach, da ist schon wieder eine andere Krabbe. Was ist das? Sind das hier die Flugzeugteile von meinem Flugzeugabsturz? Oh Gott. Oh, hat der einen abgeschlürft. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich diese Pflanze finde. Ich brauche, weil ich vergiftet bin, brauche ich die Pflanze Pipi Plant. So, gucken wir mal, wa? Ich hab sie. Das ist sie ja. Leute, ich hab einfach die Pipi Plant. Okay, jetzt brauche ich eine Kokosnuss. Gib her, gib her. Ja. Und jetzt brauche ich die Teile. Ja, komm, das kann weg. Und das kann erstmal weg. So. Und jetzt baue ich.
Ich muss Level 3 sein dafür. Ich muss Level 3 sein. Nein. Och, nee. Warum muss ich denn Level 3 sein für etwas, was so essentiell ist? Vielleicht gibt es hier irgendwie in diesem Boot oder whatever da hinten irgendwas zum Heilen. Das wäre halt, das wäre jetzt gerade halt der Schlüssel zum Erfolg. Ich schwimme nochmal rüber. Du musst Level 3 sein, um dich zu heilen. Oh, ich dachte gerade, das ist so ein Medizinschrank. Ja, okay, dann nehme ich halt einen Vehicle Engine Part. Und den stopfe ich mir in meine blutende, verseuchte Dreckswunde. Nur weil ich von so einer beschissenen Scheiße gebissen wurde. Ich sterbe jetzt halt, weil ich das nicht leveln kann. Ich falle gleich einfach um und bin tot. Ja, Leute, ich bin halt so gut wie tot. Ich kann hier mich nicht heilen. Ich kann nichts machen. Ah! Stranded Deep! Stranded Deep! In order to craft the antidote, you're gonna need craftsmanship level 3. Okay, das bedeutet so viel. Hey, Sebastian, du bist vergiftet und musst Level 3 werden, um überhaupt irgendetwas zu schaffen. Ansonsten stirbst du und landest wieder auf derselben Insel. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Hello there. Oh, ich bin eine Krabbe. Ich komme immer aus meinem Loch gekrochen. Sobald er in meiner Nähe ist. Och, Mann, hau doch. Ach, jetzt haut doch alle mal ab. Bitte. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich denke nicht, dass wir es schaffen, dieses ganze Problem mit der Vergiftung und diesen Scheißviechern auf dieser verkackten Drecksinsel, dass wir das irgendwie umgehen. Aber ich meine, was willst du machen, wenn du hier einen Stock sitzt? Da ist halt gleich oh. Servus. Hallo. Nee, ich komm wirklich nicht raus. Also das Einzige, was ich gerade sehe, ist, ich spawne und versuche so schnell wie möglich übel viel zu craften, damit ich Level 3 bin. Aber selbst dann muss ich auf eine andere Insel schwimmen, um dort diese eine Pflanze zu pflücken, damit ich mich erst heilen kann. Ach, du bist schon vergiftet jedes Mal, wenn du spawnst. Ja, das ist das Problem. Und ich komme da aus diesem hässlichen Kreis, komme ich nicht raus. Wisst ihr, was ich meine? Ja, musst du mal googeln, ne? Ich habe gerade gegoogelt und da steht, ja, du brauchst das Item, aber du musst Level 3 sein, um das benutzen zu können. Das ist... Ja, und wie läuft der Tag so, Sebastian? Ja, bis jetzt sehr gut. Stranded Deep, 8 Gameplay-Tipps. Tipp 3, lasst euch nicht vergiften. Ich glaube, ich fange gleich ohne Scheiß einfach einen neuen Spielstand an. Keine Cheats in dem Game? Nee, ich glaube, es gibt keine Cheats. Es ist, glaube ich, einfach wirklich mein Schicksal jetzt. Da bist du echt ein bisschen deep gestrandet, Alter. Ich finde es eigentlich wirklich lustig, muss ich wirklich sagen. So. Ich fange jetzt einfach von vorne an. So ist das manchmal im Leben, weißt du, da wirst du vergiftet, da fängst du halt wieder von vorne an. Ja, hallo, hallo. Ich bin auf dem Weg zu einer Messe, weil ich reich bin. Bla, 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 bla. Ja, auf jeden Fall. Oh! Ah, ah! Ein Flugzeugabsturz! Ah! Das hängt an der Decke. Pilot, landen Sie das verdammte Flugzeug. Nee, hier, da hängt's an der Decke. Das verdammte Flugzeug landen! Ah! Oh, mir geht's so schlecht. Oh, ich habe richtig einen aufs Maul bekommen. Oh, nein. Das Flugzeug. Es ist abgestürzt. Oh, mein Flugzeug, nein. Oh. So, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir zocken heute Stranded Deep. Das ist ein Survival-Game, ist komplett neu, habt ihr noch nie gesehen. Ja. Wollt ihr mich gerade verarschen? Wollt ihr mich gerade wirklich verarschen? Ich mache einen neuen Spielstand, weil ich vergiftet wurde. Ich komme an Land und das Erste, was passiert, ist, ich werde vergiftet. Oh ja, ich bin reich. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zu einem offiziellen Meeting für reiche Leute. Wir scheinen mit dem Flugzeug abzustürzen. Ist das... Ah! Was ein Absturz!
Oh, das hängt ja an der Decke. Landen Sie das verdammte Flugzeug, Pilot. Landen Sie das verdammte Flugzeug. Oh, mir geht's so schlecht. Stranded Deep. Deep. Oh, mir geht's so übel. Mir ist so schlecht. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Eine weitere Folge. Stranded Deep. Stranded Deep. Stranded Deep. Wir sind heute deep gestrandet. Ja, wir bauen uns heute wieder ein weiteres Leben auf. Wie im letzten Teil. Ja, mein Spielstand wurde durch Zauberhand gelöscht. Hat natürlich nichts damit zu tun gehabt, dass ich alle 2 Sekunden gestorben bin. Ja, wir bauen uns jetzt auf jeden Fall... Ich finde auch tatsächlich, diese Insel sieht schon ein bisschen angenehmer aus. Wir haben hier ein paar Boote drumherum und so weiter. Eine neu generierte Map generell. Also wir machen es... Wir machen uns das hier jetzt gemütlich. Wir bauen uns jetzt hier nochmal final ein schönes Lagerfeuer und da setzen wir dann für nächstes Mal ein. Stranded Deep. Ich bin ein einsamer Mann. Ein einsamer Mann. Oder auch ein Ibuprofen. Dazu ein... Ja, ich glaube, als letzte Amtshandlung heute töten wir uns noch eine Krabbe. Stich! Und dann hauen wir uns da noch ein bisschen Fleisch in die Rüstung. Ich hab Feuer gemacht! So, wir haben jetzt kurz zusammengefasst, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir haben jetzt genau denselben Fortschritt innerhalb von 26 Minuten wie in den kompletten 2 anderen Parts. 26 Minuten für das bisschen! Ich bin mental wirklich absolut fertig. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze jetzt hier schon 2 Stunden ohne... irgendwie in gewisser Art und Weise erkennbaren, krassen Fortschritt gemacht zu haben. Na? Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Aula rein. Wir sehen uns im nächsten Monat. So's.